Natürlich, nach mir die Sintflut, kann man sagen, aber das sind meine Beweggründe gewesen, warum ich gesagt habe, nicht bebauen. Warum? Bloß damit sich jemand da hinstellt und sagt, oh, was habe ich geschaffen, wenn er abtritt. Muss ja nicht sein. Wir haben so viel Flächen, wo sie was bauen können. Ich will, dass das Feld so, wie es jetzt ist, erhalten bleibt und nicht irgendwo zugebaut wird für irgendwelche Investoren und so weiter. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das Feld so, wie es im Augenblick ist, für uns alle erhalten bleibt. Denn wie Thierse meint, dass man hier keinen Sport machen kann und dass die Leute, die hier abstimmen für das Tempelhofer Feld, dass es so bleibt, wie es ist, die sind gegen Sport und gegen sozialen Wohnungsbau. Ja, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Man kann ja Sport machen überall, wenn alles vollgebaut wird. Vor allen Dingen, wer braucht eine 8-stöckige Bibliothek? Ja. Ja. Ah ja, das ist, ach, man hat ein gutes Gefühl. Erinnerungen kommen wach. Ja. Also hier werden sowieso nur Eigeninteressen verfolgt. Deshalb finde ich das eigentlich stark, dass die Berliner sich auch hier für ihre Interessen einsetzen. Ich bin zum Beispiel Inline-Fahrer. Ich finde das super hier. Hier hat man Platz, Auslauf. Und ich möchte nicht, dass das durch irgendwelche Betondinger einfach irgendwann wegfällt. Da würde ich sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, hier zu sagen, da bauen wir da ein paar Wohnungen hin. Das nützt nicht viel. Wir haben eine Staatsbibliothek, wir haben eine Stadtbibliothek, das reicht komplett. Und alle anderen Bauvorhaben sind vollkommen sinnlos. Und 10% sozialer Wohnungsbau gemischt. Ja, meistens wollen ja die Reichen keine Armen dazwischen haben. So sieht's aus. Also Fakt ist, es kann alles so bleiben, wie das alles andere ist Murks. Ja.